Ja, liebe Leute, und damit willkommen zurück. Wahrscheinlich fehlt gerade der Anfang. Wir sind auf der Flucht vor der Polizei. Ich suche meinen Bruder Sam. Das ist halt so deppert. Du sollst da drücken. Okay, der klettert anscheinend über den Zaun. Vielleicht schaffen wir das. Lauf, 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 du Vollhorst. Ah, jetzt hat er uns schon wieder. Ich glaube, nochmal kommen wir da nicht raus. Ja, in der Folge davor ist ja irgendwie diese Tante gestorben. Also ist nicht die Tante von den Jungs. Aber die Mutter hat dort gearbeitet von Nate und Sam. Und die haben jetzt da ein paar Erinnerungen bekommen. Dummerweise ist dann die alte Frau auch noch gestorben. Hatte schon aber die Polizei gerufen. Ja, wir sind auf der Flucht. Flüchten können wir gut. Ich habe schon in der Folge davor erzählt, dass ich auch immer in meinen jungen Jahren von der Polizei geflohen bin. Und hat auch bis jetzt immer geklappt. Super. Es geht voran. Flucht ist uns gelungen. Schauen. Wir sind weiter in der Vergangenheit. Oder? Ja. Oh, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen. Dann hören wir uns mal das an, was die beiden da gerade zu... Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Ja, wer? Ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Ja, was sagst du, Junge? Erzähl mal. Nathan Drake. Also, anscheinend hießen die Dotterköpfe mal Morgen. So wie guten Morgen. Oder morgen sind leider die Ferien zu Ende. Weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Wann ist eigentlich die Tante, die Elena heißt, sie nachgekommen? Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt. Ach stimmt, die ist irgendwann mal aufgetaucht. War aber eher ein bisschen angepisst in der Situation. Zuhören ist nicht meine Stärke. Nachdem ich ihn verloren hatte? Nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Das war's. Weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt?
Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ja, dann ist die uns heimlich hinterher, diese... Ich bin froh, dass diese du den Rhein verloren hast, oder? Schlange. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Miss Sally. Kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Na, dann suchen wir mal den Rotzlöffel, Bruder. Du kennst uns. Wir tauschen. So, Leute. Danke. Los geht's. Nein, ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Ach, wie schön. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir müssen los. Ja, wo müssen wir hin? Mit der Ellen haben wir auch noch nie gespielt. Wir wollen also eine neue Folge oder ein neues Kapitel in guten wie in schlechten Tagen. Kapitel 17. Folge, keine Ahnung, ich schätze mal so Ende 30. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Das muss ich mir noch alles zurechtbasteln. Was denn da? Was denn da? Was denn da? Was soll ich da? Ach, da soll ich was drücken hier. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Ah. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Hier, da ist eine Leiter. Ja, hier. Ist witzig, jetzt spielen wir mit dem seiner Frau. Cool gemacht. Beeil dich, Elena. Du Eutz-Rindvieh. So, weiter geht's. Rennen wir da hinterher. Schöne Blümchen hier. Vegetation scheint noch intakt zu sein. Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Da sind wir eh gleich oben, oder? Und Sprung. Was hier ganz wichtig ist in diesem Gebiet der Erde, festes Schuhwerk. Scheint dürfen wir jetzt wieder Auto fahren, oder? Hat dir Sally alles erzählt über diesen Ort? Ja. Yep. Henry Avery, 400 Millionen, 12 Gründer, hunderte Sieger, so ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Ui, was ist denn da? Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Einen Aufzug. Damit hat er bestimmt Nachschubfluss aufwärts gebracht. Aufzüge werden auch einmal im Jahr vom TÜV unter die Lupe genommen. Dieser bestimmt nicht. So. Wo ist diese Elena, dieses Stück da? Gehen wir dem hinterher? Nee, ich glaube eher, die geht uns hinterher. Gucken wir mal. Ich könnte jetzt versuchen, darüber zu springen. Aber dann passiert
Folgendes. Ich sterbe. Kein Bock drauf. Darum gucken wir mal, wie wir hier sonst so weiterkommen. Was das immer für unwichtig ist. Verbündete finden, wenn man eh weiß, wo die ist. Dann müsste das immer drücken können. Nicht nur irgendwie so auf Anweisung oder Hinweis. Sehr schön. Da können wir springen. Ja. Ich wollte jetzt nur mal vormachen, wie man das am besten nicht macht. So, Leute. Jetzt hat aber. Und. Aber jetzt schafft das. Ja, na klar schaffe ich es. Wo ist denn da los? Ach, habe ich noch diesen... Diesen Haken habe ich auch noch. Okay. So. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Da ist das Auto. Ja, das kriegen wir hin. Na, sehen wir uns um. Kann man da einfach runter? Sehen wir jetzt. Ich springe da einfach mal runter. Okay. Da wird doch irgendwo einen Griff geben. Wir müssen woanders lang. Wie wir uns hochhangeln können. Es muss hier doch etwas geben. Was ist das? Da schon ein Hinweis? Nee, oder? Ui. Ja, gucken wir mal, wo es hier rauf geht. Auf jeden Fall müssen wir das darauf schaffen. Nö. Lass mal gucken. Hier, der Stein, der lädt uns doch da direkt ein, rauf zu gehen, oder? Da sehe ich auch die Griffe und da ist auch dieser umgestürzte Baum. Wir müssen da nur irgendwie raufkommen. Also, schauen wir mal. Da ist so ein Griff. Da kommst doch du hoch, du Hirnloser. Nee, kann ich da irgendwas werfen? Ach, da treibt die Elena da hinten rum. Dann treiben wir da mal mit. Ah, okay. Da kriege ich dich hoch. Praktisch. Wow. Hamas nicht geschafft. Hey, hier oben ist ein Weg. Der bringt uns viel. Und du? Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Yep. Schau mal. Hey, ich habe hier was. Elena. Hm, wahrscheinlich kommt jetzt ein Seil, eine Kiste. Da unten. Eine Kiste. Damit war absolut nicht mit zu rechnen. Absolut. Konnte man das nicht erahnen? Was mache ich jetzt mit der Scheißkiste? Kann da nichts machen mit der. Ja, ich drücke ja schon die ganze Zeit L1. Ach, jetzt. Schauen wir mal. Wo muss denn die Kiste hin? Zu dem Griff, oder? Ja. Versuche mit der Kiste zu dem Baum zu kommen. Kiste, Baum, verstanden. Okay. Ah, alles klar, hier ist wieder mit diesem... Diesem Eisen muss man da werkeln. Gott, C5, bleibt da oben. So. Einmal. Hamas. Jetzt gehen wir da rüber. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Darauf. Los, wir sehen uns drüben. Okay, ich muss irgendwie da einmal rumlaufen.
stürzt eh alles ein, oder? Ja. Das war ja echt abzusehen. So. Ich entferne mich eigentlich immer weiter weg von dem Geländewagen, zu dem ich hin muss. Ja, verstanden. Gut, ganz hoch geht's nicht. Dann springen wir hier eine Runde. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ha! Halt, Alter, halt dich fest. Hammer. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Okay. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, funktioniert. Was funktioniert da? Ach, das ist ja schräg. Komme ich da durch? Nö. Alles klar, dann muss ich da einfach mal drauf springen. Keiner Jahre alter Aufzug. Das ist gut. Ja, okay, es geht nach oben. Allerdings. Und nun? Dann kletter ich noch eine Runde. Ja, nu? Aha, da geht's weiter. Eigentlich ein schönes Versteck für einen Schatz, oder? Ist aber keiner. Oder ich finde ihn nur nicht. Hoppala, komm. Dafür, dass ich eigentlich nur schnell zu dem Geländewagen wollte, läuft es ja echt schlecht. Ah, okay, einmal hopp. Und nochmal. Wo muss man hin? Uiuiui, mein lieber Schwan. Ich glaube, es hakt schon wieder. Meine Lieblingsdisziplin. Arschlöcher erschießen. Nichts dabei. Wo kamen denn die jetzt her? Na, jedenfalls standen die auf einmal da. Gut, komm, weiter geht's. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Wo ist das Auto? Das Ganze. Ich sehe es nicht. Von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Du hättest sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein. Moment, du warst auch in Schottland? Ja, ich. Ich meine, der letzte Ort, an dem Avery. Entspann dich. Sally hat's mir erzählt. Gut. Okay. Wenigstens habe ich nicht gelogen. Soll ich da jetzt rüberspringen? Wo ist das scheiß Auto? Das Auto ist in Richtung rechts, das stimmt schon. Da ist ja gerade die Brücke eingestürzt. Ja, nu? Ich weiß wieder nicht, wo lang. Komm, wir gucken nochmal hier. Ah ja. Da könnte das Auto irgendwo stehen, oder? Wo ist Tante Elena? Ja, meine Lieben, solange ich jetzt mich hier noch im Kreis drehe und nicht weiter weiß, wie es weitergeht, da sind wir hergekommen, beenden wir diese schöne Folge hier von Uncharted. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch morgen gleich wieder rein. Gegen 8, 9, also 20, 21 Uhr kommt schon die nächste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis dann, ciao, servus.